Ja, doch. Warte mal. Das könnte sich jetzt komisch anhören. So. Ja, okay. Gut. Jetzt habe ich die Arbeiten, die man eigentlich vor einem Let's Play machen sollte, halt einfach mal während dem Let's Play gemacht. Steckt der Steck überhaupt? Oh. Ach hey. Ach hey. Das ist so ein Level. Oder. Wow. Ja, ich habe hier böse Erinnerungen an diese beiden Gegner. Ich weiß nicht mehr wieso. Aber ich glaube, die sind durchaus nicht zu verachten. Oh. Ja, genau. Da hätte ich jetzt in den Mondschatten rein müssen. Ja, und ich, Idiot. Lass mich hier auch noch treffen. Ja. Also, es ist Nacht. Und die Sonne will mich töten. Schön, ne? Und der Mond schießt mit Sternen. Und ich bin fast tot. Ne, komm. Oh. Ja, jetzt bin ich sogar tot. Blöd, ne? Irgendwie. Na gut. Denn das Gemeine ist hier, erstens, also der Gegner, der ist richtig fies, weil einerseits nimmt der fast keinen Schaden, wenn ich den treffe, ne? Und andererseits sind es in Wirklichkeit zwei Gegner, nicht nur einer. Nämlich hier so, da muss man jetzt schnell in den Lichtschatten rein. So. Die böse Sonne. Nein! Ja, und ich hätte, wenn ich gut gewesen wäre, hätte ich jetzt einen zweiten auch treffen können. Naja, gut, aber man kann nicht alles haben, heißt es immer so schön. Oder, ich meine, man kann schon alles haben, wenn man entsprechend Skill hätte. Nein! Das wäre ein super Treffer gewesen, doppelter. Oh nein, ich muss es ja wieder vergeigen. Gut, ein Treffer ist besser als keiner. Oh oh, was passiert hier? Nein, nein, nein. Das war fies. Ja, wie hätte ich da jetzt rüberkommen sollen? Ich meine, hallo? Wir denn? Autsch. Und ich habe die Sonne mit ihren eigenen Mitteln geschlagen, quasi mit ihren eigenen Sternen, den sie runtergekackt hat. Gut, 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 gut. So, die Sonne ist kaputt, aber der Mond hat dafür noch sehr viel Leben. Das passt mir gar nicht. Ja, und der Mond ist auch tot. Haha. Puh, ich muss sagen, ich habe den Gegner schwieriger in Erinnerung. Naja. Besser als andersrum, sage ich mal, ne? Haha. Und wir holen uns den Stern. Gut. Dann haben wir das Level auch abgeschlossen und kommen in das nächste. Level 6. Cloudy Park. Schön, ne? Ach, wie süß. Und die Eule zieht uns in den Fisch raus. Ja, man sieht ja schon, dass es hier gibt es dann gleich mal wieder ein bisschen mehr Level. Wir beginnen bei 1. Und ich hol mir schnell den Schirm, ne? Also man sieht, das Spiel ist definitiv etwas umfangreicher als Teil 1. Aber so gehört sich das auch. Denn Teil 1 hatten wir quasi in zwei Folgen durch, ne? Und ich meine, ich weiß, in Teil 1 gibt es noch diesen Hard Mode, den ich vielleicht auch noch irgendwann mal machen werde. Weil so hart ist der nicht. Ich meine, ist er schon, aber es gibt auch so Challenge-Mode, sage ich mal, dass man sagt, nur ein Leben und Hard-Mode, also das ist dann quasi unmöglich. Das ist definitiv unmöglich. Ich sag's, wie es ist. Aber egal, hey, wir sind bei Kirby 2 und nicht bei Kirby 1. So. Und Kirby 2 sind wir hier. Ja, das war knapp. Ne, das war Skill. Und die Kanone lassen wir hier mal nach unten fallen. Ja, so wie es sich gehört. Ach so, und das fällt alles zusammen, okay. Hätte mir das nicht vorher jemand sagen können? Oh. Naja, dann gehen wir. Ich will natürlich in diese Tür rein. Hey, und rein da. Oh. Ich bin am überlegen, ob das eine gute Idee war, in diese Tür reinzugehen. Denn dieser blöde Schirm, den mag ich ja eigentlich theoretisch schon mal gar nicht. Zack. Zip. Na komm her. Hey. Aber dafür bekommen wir hier einen schönen Begleiter. Das ist auch schön. Und ich habe die Schirmfähigkeit wieder. Und das. Oh, schön, der Hamster. Den brauchen wir hier natürlich genau gar nicht. Aber die Fähigkeit ist toll. Ja, was mache ich hier jetzt wirklich mit dem Hamster? Ich meine. Naja. Naja. Man soll jetzt nicht zu. Oh, nicht zu wählerisch sein. Ui, jetzt falle ich gleich runter. Nee. Hey, Kirby. Als Boomerang. Hey. Gut. Okay.
hilft mir aber jetzt nicht viel weiter, denn ich habe immer noch Angst, dass der Hamster mir den... Genau, weg, lieber Hamster. Ich... Wärst du die Eule, wäre das okay, aber in solchen Leveln brauche ich was, was fliegen kann. So wie Kirby. Kirby kann fliegen, heißt es. Oh. Ah, das ist schön hier mit Gebläse nach oben. Tralala, achso, ich kann hier natürlich die Mittelstrecken nicht nutzen, weil hier ja Sterne im Weg sind. Hier die Express-Luftaufzüge, ne? Autsch. Oh, ich bin fast tot. Jetzt sollte ich etwas schneller ins... Nee, ich will ja kurz noch gucken. Gibt es hier irgendwo Mond? Oder ist hier auch... Ah, ja. Ja, das hat war jetzt gut. Ich war kurz tot. Also, nicht ich war kurz tot, sondern ich war fast tot. Und diese Maxi-Tomate hat mich jetzt wieder voll aufgeladen. Aber das wäre ja egal, weil ich habe sie ja auch nochmal erreicht. Also, tja. Haben wir wieder zu viel. So, und rein ins Level Nummer 2. Autsch. Und natürlich... Oh, schön, Eis. Eisfähigkeit, die ist relativ selten. Also, die werden... Wow. Was machen diese Sterne da? Die bewegen sich sehr unkoordiniert. Ich habe Angst vor diesen Sternen. Ui, ein Leben. Und noch ein Leben. Oh mein Gott, was ist das? Spezialgegner. Ja, alle Spezialgegner. Warum auch immer, dass hier so viele Spezialgegner sind. Da können wir rein. Da müssen wir rein. Ach, wie süß. Okay, wartet. Immer wenn man hoch hinaus kann, muss man ganz am Anfang gucken, wo wir... Genau. Findet man nicht dann so tolle Sachen wie das hier. Oh, und die Sterne fallen nach unten. Haha. ja, das war jetzt richtig toll für einen kleinen Stern hier, diesen langen Weg auf sich genommen. Das jetzt so sinnvoll war, weiß ich nicht. Ein kleines Becken. Oh. Das sieht mir so aus, als bräuchte ich hier mein... Nein! Nein, Kirby, langsam reingehen da. Ich brauche hier meinen Kollegen Fisch. Na toll. Also wahrscheinlich brauche ich ihn. Bin mir nicht sicher. Aber ich werde hier auf jeden Fall, ja, ich werde mir den Fisch dann holen und hier auf jeden Fall nochmal reingehen. Falls er nicht hier schon drin ist. Wäre schön. Ich glaube, dass ich hier mit der Eisfähigkeit langsamer bin, als wenn ich hier, genau. Ja, so. Schön. Was ist das? Stein? Ja, ist Stein. Und ist Fisch drin? Nee, ist natürlich der blöde Hamster. Ich will den blöden Hamster nicht. Ach ja, obwohl diese Steinrollfähigkeit ist durchaus nett. Bin mir jetzt nicht sicher, ob ich da nicht sogar, ich glaube... Oh, wusste nicht, dass... Hm. Ja, fliegt vorbei. Genau. Das ist nur die Frage hier auf... in dieses komische Becken, wenn wir da reinfallen wollen. Wo müssen wir denn da... Oh, nein, nein, nein. Okay. Ich will nämlich hier nochmal mit der Steinfähigkeit mal gucken, ob die unter Wasser auch gehen, ob ich vielleicht mit der gegen die Strömung ankämpfen kann. Könnte funktionieren. Also, gehen wir mal so ein Stückchen. Ich habe die Befürchtung, das geht nicht. Ja, war klar, geht nicht. Ein Versuch war es wert. Gut, wir brauchen also den lieben Kollegen Fisch und ich glaube, dass es hier irgendwas Tolles gibt da oben. Das könnte nämlich sogar wirklich... Ah, der ist wieder da. Lalalalalala. Autsch. So. Und ich denke mal... Wir machen das Ding kaputt. Genau. Was ist da oben drin? Ist da immer der Hamster? Ist da ein Random? Ja, ist immer der Hamster drin. Das bedeutet hinten Klecks. Naja. Also, auf ein neues. Und wir müssen... Wir wissen, wir müssen hier nochmal mit dem Kollegen Fisch her. Da drin. Okay, da bräuchte ich jetzt... Ja, da bräuchte ich jetzt den Strom. Boah. Und hier wäre die Eule praktisch, quasi. Was ist denn das für ein seltsames Level? Ach ja, ich hätte... Ich habe hier sicherlich so viele tolle Sachen verpasst in diesem Level. Ich weiß auch nicht, wieso, dass ich jetzt die letzte Tür nicht aufmachen wollte. Beziehungsweise, wieso, dass ich da nicht reingehen wollte. Das weiß ich jetzt auch nicht. Aber ich hole mir schnell den Fisch. Ne? Also, wir fliegen zurück in Richtung nicht hier, sondern hier. Genau, hier. Rein da. Ja, das Intro brauchen wir nicht.
Und der Fisch war, boah, wo war der? Ich glaube, bei Tür 2 war der, ne? Ja, genau. Könnte richtig sein. Lal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 a. Und wir lassen uns nach unten plumpsen. Und gehen hier rein und holen uns... Ja, genau, hier ist der Fisch. So. Das wird nur eine spannende Angelegenheit, denn das ist wieder so ein... Und ich... Nein, ich bin wieder bei diesem Gegner. Und immer bin ich ohne Fähigkeit bei diesem Gegner. Ich weiß nicht, ob ich das irgendwann mal lerne. Wahrscheinlich nie. So. Nein! Und ich spucke auch noch falsch. Autsch. Ich spucke falsch. Das klingt auch wieder so... Oh, ist das merkwürdig. Muss man schon sagen. So. Autsch. Heute bin ich ja wieder richtig... Skilltechnisch richtig gut unterwegs. So. Mir reicht's. Fisch, komm her! Genau. Und raus aus diesem Level. Und ich hoffe nur, dass wir hier... Also es wäre zwar komisch, dass wir wirklich schon im zweiten Level den Sternensplitter erhalten, aber es kann ja sein. Wieso denn auch nicht, ne? Boah, das wird aber jetzt richtig toll, hier mit dem Fisch hier durchzukommen. Na toll. Soll ich mit dem Fisch vielleicht die... Eisungsgeschichte probieren. Nee. Ja, schon, vielleicht schon. Ich meine, die brauchen wir ja sogar. Clear. Ja, toll. Boah, jetzt dachte ich mir, ich komme nicht mehr raus. Das wäre es jetzt gewesen. Ach ja. Der Fisch hat ja ein leichtes Problem mit der Vereisungstechnik. Der gefriert ja da ein. Nach einer gewissen Zeit. Ja, genau. Nämlich so wie hier. So. Fisch, 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 Fisch. Hui, hui. Ja. Und langsam nach oben das Leben holen wir uns und wir lassen uns hier runterplumpsen, denn hier, genau hier ist das. Okay. So, jetzt bin ich mal gespannt, ob das, ob der Weg jetzt umsonst war hier oder nicht. Kämpft dagegen an, Fisch! Kämpft dagegen an! Es ist eine Tür hier. Jetzt ist nur die Frage. Ach ey. Was soll denn das jetzt bitte? Na toll. Nee, also das... Also die Eisfähigkeit bringt mir genug... Aber was soll das? Ich brauch doch hier keine... Ich brauch doch hier keine Begleiter. Ich wäre hier für den Kristallsplitter gewesen. Nicht für einen Begleiter. Na toll. Ja, das ist jetzt wirklich... Also... Sollte ich mich jetzt irgendwie verarscht fühlen oder so? Ich weiß ja nicht. Blödes Spiel. Sollte ich mich jetzt verarscht fühlen von dir, oder wie? Wahrscheinlich wäre ja auch der Fisch drin gewesen, oder? Ach nee, ein Farbklecks. Ach, wie schön. Was habe ich das davon? Naja, gut. Was soll's? Habe ich mir den Fisch eben wieder umsonst geholt. Leben ist auch nicht mehr da. Ja, das Spiel war auch schon mal netter zu mir. Ach, wie süß. Kommt da von hinten glatt so ein kleines komisches Ding. Waren das nicht eigentlich stromsensible Dinger? Ich glaube schon. Eigentlich früher mal. Na egal. Hier bräuchten wir die Eule. Ich weiß, dass wir hier die Eule bräuchten. Autsch. Naja. Sollten wir uns vielleicht doch die Eule holen? Ich gehe diesmal hier rein. Ach ja. Gut, hier gibt es einen Sternensplitter, das ist schön und das... was waren das jetzt für Blöcke? Eis war es nicht. Elektro war es nicht. Eine gute Frage. Naja. Wir werden es erfahren. Nämlich das nächste Mal bei der nächsten Aufnahme. Tschüss, Leute. Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei meinem Let's Play Projekt. Ich hoffe, euch geht's alle gut. Mir geht's super, denn wir spielen jetzt ganz, ganz tolles Spiel, wie man hier sieht. Beziehungsweise spielen's wieder, ne? Weil es ist ja jetzt nicht das erste Mal. Ich sehe gerade, ich bin hier etwas zu leise. So, wird's besser so? Hallo? Hallo? Ja, sieht gut aus. Ja, wir spielen immer noch, wie man hier sehen kann, Kirby's Dream Land. Und zwar gehen wir hier jetzt, also wir sind ja schon im sechsten Level und wir gehen jetzt nochmal hier in die zweite Tür rein. Denn wir haben hier ja noch was zu holen und ja, das werden wir jetzt schnell holen, ne? Und dann lassen wir uns natürlich gleich zu Beginn von diesem tollen, netten Stern hier quasi abschießen. Also abschießen ist vielleicht das falsche Wort, aber einfach so quasi einkassieren, dass wir ja so Schaden nehmen und so, ne? So, zack, zack.
Wir vereisen die Kollegen, wir passen auf, dass wir kein nicht selber ein Eisblock werden, denn das Problem ist, dass man hier selber ein Eisblock werden kann. So, also hier, der Fisch könnte selber ein Eisblock werden. Also, ja. Oh, genau, das passiert. Und wir müssen hier, das ist nämlich das Fiese an der ganzen Geschichte, ja. Wir müssen hier, damit wir das Item erhalten, eine ganz lange Kette an tollen Ereignissen quasi machen. Zu allem zu Beginn an, wir müssen hier mit dem Fisch rein. Warum müssen wir hier mit dem Fisch rein? Einfach deshalb, damit wir hier nach hinten können. Ja? Ne, weiter hier nach hinten und rein da. Nein, rein da. Rein, Fisch, gehst du da rein? So. Und wir schmeißen hier die Eisfähigkeit weg und weichen hier diesen Kollegen aus, ne? Weil wir brauchen nämlich die Fähigkeit hier von ihm. Die brauchen wir. Nein. Ja. Weiß man jetzt vielleicht noch nicht, warum, aber es ist so. Zack. So. Autsch, autsch, autsch. Toll. Und den Stern und der ist hinüber. Und die Fähigkeit brauchen wir. Ist leider so. Und wir haben einen Lebenstropfen erhalten. Quasi. Nenne ich die jetzt mal, ne? So. Wir brauchen hier die Elektrofähigkeit. Wohlgemerkt, wir hätten hier nicht mit der Elektrofähigkeit herkommen können, denn die Elektrofähigkeit, also wir brauchen am... Nein, nein, bleib hier. Wir brauchen am Anfang die Eisfähigkeit, damit wir... Uah. Scheiße, oh, böses Wort, sage ich nie wieder. Damit wir hier reinkommen, ne? Also ganz am Anfang, da musste man die Eisfähigkeit nehmen. So, den Kollegen hier müssen wir... Wow. Müssen wir jetzt leider hier mit der Elektrofähigkeit zerstören, weil wir die leider, wie gesagt, brauchen für später. Zack, zack. Nein. Ja, und schön langsam, wenn ich so weitermache, ist der Fisch bald weg, aber das ist halb so wild. Denn den Fisch brauchen wir nicht mehr. Ne? Ich passe trotzdem etwas auf. Man muss es ja nicht provozieren. Dich brauchen wir auch nicht, aber ich brauche dich hier heroben, ne? Genau. Nämlich, wir brauchen hier diese tolle Attacke brauchen wir, ne? Und zwar deshalb, dass wir hier einmal diese Kanone zerstören können und einmal diese Kanone zerstören können, ne? Denn hier bekommen wir die Eule. Und die Eule brauchen wir nämlich auch, um hier weiterzukommen. Denn wir müssen hier nach hinten, ja, nach Möglichkeit, ohne hier diese Sterne zu berühren. Und jetzt kommt eigentlich einer der schwierigsten Parts. Also, ups, nein, ich wollte eigentlich nicht den starten, sondern ich wollte eigentlich Select drücken. Denn wir müssen hier den Kollegen besiegen. Denn wir brauchen auch seine Fähigkeit, ne? So, aber das sollte sich ja nicht so schwierig herausstellen. Wir brauchen nur seine Fähigkeit. Hier die Feder. So, und jetzt wird's richtig spaßig. Denn jetzt müssen wir hier mit der Eule durchkommen, ohne Schaden zu nehmen. Ja, genau so nämlich. Nein, bleib hier. Verdammt, nein, bleib hier. Ei, 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 ei. Na, hoffentlich ist der Gegner noch da. Bitte sag, dass der Gegner wieder da ist. Na, Gott sei Dank. Ja, das wäre jetzt super gewesen, ne? Gleich zu Beginn super verkackt. Also wir haben hier Gott sei Dank ein paar Möglichkeiten. Also nicht Möglichkeiten, sondern ein paar Versuche. Mehr oder weniger. Denn ich muss diese Fähigkeit bis zum Schluss behalten hier. Denn ja, das kann ja was werden. Das, boah. Habt ihr das gesehen? Das war... Ei, ei, ei. Kann ich da durch? Ja, geht sicher. Angst. Ei, 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 ei. Nein. Ei. Nein. Ich habe Angst. So, okay, Gott sei Dank, geschafft. Und rein da, schnell rein da. Kirby, geh rein da. Ja. Denn jetzt können wir hier mit dieser Fähigkeit zum Glück dadurch. Und wir haben... Wir haben den Sternschnuppen... Nicht nochmal rein. Raus da wieder, Kirby. Wir haben den Sternschnuppensplitter erhalten. Zum Glück. Und wir gehen wohlbesonnen ins Ziel. Ja, also das ist wirklich einer der fiesesten Sternschnuppensplitter. Ich nenne sie immer so. Keine Ahnung, ob es wirklich ist. Das heißt, ist mir egal. Der fiesesten Sternschnuppensplitter, die es im ganzen Spiel gibt. Aber jetzt haben wir ihn und ich bin froh.